Prometheus Hippokeon, Hethimon in Andenegia Rimane. Schöldling, ich habe eine Nachricht für... Ich suche nach Kyra. Nicht hier, bei der Jagd. Will dich dabei haben, sagte sie. Gerne. Wo ist sie? Sie bittet die Götter um Glück bei der Jagd. Am Altar der Artemis, östlich von hier, im Norden des Gasthauses. Danke. Bitte, Pedes. Krateri. Tithitemis. Treffsichere Artemis, lenke meine Pfeile. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass Alexios die Tiere nicht mit seinen schweren Schritten verscheucht. Und ich dachte, ich wäre leise. Wenn das schon leise für dich war, bis zum Abendessen nur plattgetretenes Gras. Hübscher Altar. Die Blumen erinnern mich an bessere Tage. Und du solltest dich wohl eher um deine Treffsicherheit mit dem Bogen sorgen. Ich muss nicht zu den Göttern beten, um ein Ziel zu treffen. Man weiß, dass sie gern in Tiergestalt erscheinen. Ich möchte sie nur warnen, dass ich komme. Denn ich treffe meine Ziele immer. Forderst du mich heraus? Komm, der Steinbock ist schnell. Wir werden keinen fangen, wenn wir hier herumstehen und plaudern. Hier unten ist ein Ort, wo ich als junges Mädchen immer gejagt habe. Damals hieß es Jagen oder Hungern. Das kenne ich. Am Anfang habe ich Nager gejagt und gekocht. In einer Suppe sind die nicht schlecht. Und sieh, was aus dir geworden ist. Was aus uns geworden ist? Ist es. Und jetzt zeig mir, wie du schießen kannst. Artemis ist dir gewogen. Sag Artemis, ich habe eine andere im Auge. Mach sie nicht eifersüchtig. Das war eine gute Idee. Danke für die Einladung. Danke, dass du angenommen hast. Meine Leute werden satt und die Götter bekommen ihr Opfer. Nur dank dir. Du bist eine gute Jägerin. Warum wolltest du, dass ich mitkomme? Sei nicht naiv. Da ist etwas zwischen uns, auch wenn ich weiß, dass ich nicht darauf eingehen sollte. Weil du Thaletas liebst. Zumindest dachte ich das, bis du hier eintrafst. Bei der Jagd kommt mein Geist zur Ruhe und ich kann über unsere Gespräche nachdenken. Und ist das gut? Ich kenne einen Ort unten am Wasser. Dort ist es ruhig. Wir wären allein. Was hältst du davon? Ich gehöre dir. Die Delia leiden schon so lange. Das ist das erste Mal, dass ich glücklich bin, seit ich begonnen habe. Nimm dieses Gefühl mit zu deinem Volk. Diese Inseln verdienen Frieden. Und du auch. Und was ist mit dir, wenn das alles vorbei ist? Ein paar fähige Hände können wir immer gebrauchen. Vielleicht werde ich einmal sesshaft. Doch noch ist meine Reise nicht zu Ende. Ich traue dir so einiges zu. Aber sesshaft werden, ich weiß ja nicht. Forderst du mich heran? Nein. Als ich endlich den Strand erreichte, hatte ein riesiger Bär die Mannschaft der Schmuggler gefressen.
Ein Bär? Bei Callisto, und was hast du getan? Nun, ich habe ihn erlegt. Was sollte ich sonst tun? Er hätte mich sonst zerrissen. Ha, langsam glaube ich, dass niemand vor deinem Speer sicher ist. Und was wurde aus der Frau? Ach, ich habe sie verschont. Sie ist vermutlich längst wieder in Lakonien. Warum fällt es mir so leicht, mit dir zu reden? Weil sich unsere Leben so ähneln und wir Ähnliches erlebt haben. Auch wenn wir so weit voneinander entfernt aufwuchsen. Ich will dich, Alexios. Hier, jetzt, unter den Sternen. Ich will dich, seit ich dich zum ersten Mal sah. Mykonos ist definitiv meine Lieblingsinsel. Und du bist mein Lieblingssöldner. Thaletas darf davon nichts erfahren. Allerdings. Irgendwann vielleicht. Doch im Moment muss er sich auf die Rebellion konzentrieren. So wie wir. Aber zuerst... Adlermann, mein Name ist Herodianos, der Ranghöchste nach Thaletas auf dem Feld. Des Krieges Hunde heulen und dank dir kann Sparta zurückheulen. Klingt nach einer Menge Geheul. Kämpfe mit uns. Wir rammen ihnen unsere Schilde in den Schädel und unsere Speere ins Herz. Es ist mir eine Ehre, für Sparta zu kämpfen. In den Kampf! Ein glorreicher für Sparta! Thank you.
Es gibt keinen Sieg ohne ewigen Krieg. Der Kosmos leitet mich. Sie ist nicht mehr deine Tochter. Hey. Die Menschen sind glücklich. Das sollten sie auch. Zum ersten Mal, seit Ares uns mit Krieg gestraft hat, sind die Delos-Inseln frei. Aber wo ist Kyra? Sie verpasst sonst keine Gelegenheit, mit ihren Truppen zu trinken. Sie sagte, du hast ihr Geheimnis bewahrt. Ich bin immer noch schockiert. Podarkes war kompliziert, aber trotzdem ihr Vater.
Sie zog allein los, um ihn zum Fährmann zu schicken. Wenn Rodakis mein Vater wäre, würde ich ihn an einen Baum binden und verrotten lassen. Du und viele andere auf Delos. Doch das hier ist eine Feier und kein Begräbnis. Trinken wir Wein und erzählen uns Geschichten. Eine großartige Geschichte. Die Truppe verdient es. Vor allem Thaletas. Aber sicher, wenn du ihn findest. Und erinnere ihn daran, dass ich ihm noch erzählen wollte, wie ich das Auge verlor. Und die Mannschaft? Können wir ablegen? Wenn du es befiehlst. Doch lass sie zuerst mit uns trinken und singen. Du hast dir das auch verdient. Thaletas, was machst du hier draußen? Denken, beten, das war meine Zeit, Alexios! Was? Dieser Ruhm hätte mir gebührt, doch du hast mir alles genommen. Du nahmst Podarkes, du nahmst diese Inseln, du nahmst Kyra, meine Liebe! Sei vernünftig, Thaletas. Ich habe versucht, vernünftig zu sein, aber ich bin nicht vernünftig. Ich bin Spartaner! Für den Fährmann. Nun geh. In den Fluss der schwarzen Nacht. Umarme die endlose Dunkelheit. Wandle unerkannt, auch im Haus des Hades, und zieh umher mit den Schatten der Toten. Du solltest dich nicht alleine verabschieden. Ich bin froh, nicht allein zu sein. So lange wollte ich ihn brennen sehen. Nun, da es soweit ist, ich dachte, ich würde Frieden finden. Und was spürst du stattdessen? Früher war es der Wunsch nach Rache. Jetzt Leere.
ist tot. Und nichts, was wir tun, wird ihn je zurückbringen. Wir? Wir haben ihn nicht getötet, das warst du. Ich hatte eine Chance, mich von ihm zu verabschieden und du nahmst sie mir. Von mir haben die Götter Gerechtigkeit verlangt. Wenn die Götter unzufrieden sind, dann bringe ihnen ein Opfer dar. Ein Opfer? Was habe ich noch, was sie mir nicht bereits genommen haben? Kyra, halt! Du bist zu nah an der Kante. Umsonst. All das war umsonst. Ich bin eine Rebellin ohne etwas, wogegen ich rebellieren kann. Es hat sie nicht zurückgebracht. Sie? Wem? Verflucht seien die Götter. Ich werde dich wiedersehen, Martha. Und Pater. Kyra, halt! Keine Schande. Kein Schmerz. Wir werden wieder zusammen sein. Du? Nachdem ich den Bären erlegt hatte, dachte ich, du würdest Delos verlassen. Ich auch. Aber ich traf jemanden und... Alexios! Du kennst Iola? Sie ist... Wir sind Freunde. Doch sie sagte mir, dass sie die Insel verlassen will. Ja, ich ging zum Brunnen am Heiligtum, um meine Wunde zu säubern. Und ich wollte beten. Und dann sah ich sie mit meinem guten linken Auge. Und ich sah dein hübsches Gesicht mit meinem guten rechten Auge. Verschont mich, ihr beiden. Komm schon, Alexios. Es war perfekt. Eine schöne Frau, der Geruch brennender Opfergaben, verschwitzte Pilger, die beten. Die Liebe schlägt am härtesten zu, wenn man nicht damit rechnet. Klingt, als würdest du jetzt zur Familie gehören. Du hast Mannschaft und Schiff verloren. Warum kommst du nicht an Bord der Adrastea? Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ihr könntet mich brauchen? Naja, ein Leben in Freiheit. Wasser unter den Füßen und Wind im Rücken. Was sagst du dazu, Barney? Ich sage willkommen an Bord. Dann sind wir uns einig. Wir legen bald ab. Seid dann bitte am Deck. Das Leben ist nur lebenswert, wenn wir unsere Entscheidungen überdenken können. Oder etwa. Danke für die Information. Du hast in der Schlacht gut gekämpft. Bereit für den Aufbruch? Podarkes ist tot. Aber das ist kein Grund zum Feiern. Die Spartaner und die Rebellen müssen viel erleiden. Es war eine verlustreiche Zeit, das stimmt. Sollen wir einfach die Segel setzen? Ich habe hier mehr als genug getan. Ich versammle die Mannschaft. Wir sehen uns auf dem Schiff. Sokrates,
Willst du dich uns anschließen? Ich wollte euch nur verabschieden. Ich segle am Morgen auf einem Handelsschiff. Möge Poseidon die Wellen beruhigen. Barnabas, können wir die Segel setzen? Die Mannschaft ist bester Dinge, wenn auch etwas verkatert. Aber das Schiff ist bereit. Wenn wir nur das Volk von Delos nicht allein lassen würden, um den Wiederaufbau nach der Rebellion ohne Kyra und Thaletas zu bewältigen. Ist man wirklich alleine, wenn man Freunde und Verbündete an seiner Seite hat? Ganz genau. Weißt du noch, was du sagtest, als du die Insel zum ersten Mal betreten hast? Ich sagte, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Deshalb kamen wir hierher. Und genau das hast du gemacht. Man nennt dich nicht ohne Grund den mächtigen Söldner. Wer nennt mich so? Na, er. Nun denn, es ist Zeit, der Mannschaft Befehle zu geben. Wohin segeln wir als nächstes? Podarkes war nur ein Kultist, Barnabas. Wo wir auch hinsegeln, finden wir mehr von ihnen. Und ich werde sie alle töten.